nicht alle heute Abend spielen, aber es dürfen nur drei und das entscheiden Sie. Auch die nächste Kandidatin möchte natürlich zum zweiten, also zweimal heute hier auftreten. Sie ist die Jüngste hier im Stall, sage ich einfach mal. Hier ist Stefanie aus Aholz. Hallo, ich bin Stefanie. Ich bin 18 Jahre alt und komme aus Aholz in der Schweiz. Es hat mich total überrascht, dass ich mit den Songs, die ich gesungen habe, weitergekommen bin. Also, es waren halt echt nicht so Songs, die man kennt. Und ich bin weitergekommen. Mit It's Love hatte ich einen totalen Spaß dran. Also, das war echt ein Song, den ich immer schon mal irgendwie spielen wollte. Und jetzt mit den Heavy Tones konnte ich den echt mal spielen und das hat total scheiß Freude gemacht. Ich bin aufgeregt. Wenn ich ans Finale denke, bin ich echt aufgeregt, seit Wochen. Jeden Morgen, wenn ich aufwache, denke ich einfach daran. Ich gucke da total gerne zu, da bleibt auch meine Aufmerksamkeit drauf, da kommt man mit den Gedanken nirgendwo anders hin, dass mich fesselt das, ich finde das super. Ich gehe heute nicht auf die Bühne und in meinem Kopf steckt die ganze Zeit, du musst heute gewinnen. Ich nehme es halt echt so, wie es kommt und ich werde zufrieden sein, wie es kommen wird. Stefanie aus Aholz. Und wie wir das von ihr schon kennen, hat sie sich auch heute wieder ein echt amtliches Stück vorgenommen. Und zwar von einer sehr anspruchsvollen, sehr großartigen Funkband. Von Tower of Power kommt sie hier mit Only So Much Oil in the Ground. Stefanie. Still I took his fire.
Ist ja cool, entschuldigt. Ich bin ja froh, dass wir eigentlich nur 4 Kandidaten haben. Wie soll denn das noch enden, wenn wir jetzt noch 5, 6, 7, 8 hätten? Das Publikum würde ja komplett ausrasten. Stefan, was sagst du? Ja, ich bin ehrlich gesagt ein bisschen stolz, dass wir hier so viel Talent haben, aber auch unterschiedliches Talent. Wir haben bei Gregor eben gesehen, dass er ein ganz großes Talent hat, eigene Songs zu schreiben und gute Texte zu schreiben. Bei Steffi war das absolut beeindruckend, diesen Song von Tower of Power von dir zu hören. Du hast nicht nur das stimmliche Talent, du hast auch ein unglaubliches Timing-Talent. Also du singst diese Nummer sowas von auf den Punkt, ja. Das kann man eigentlich überhaupt nicht besser machen. Und du hast auch den Mut, so eine Nummer zu singen, die ist ja jetzt keine Mainstream-Pop-Nummer, ja, muss man sagen. Aber das ist absolut überzeugend. Das merkt, glaube ich, jeder in dem Moment, wenn er dich da sieht, dass du diese Musik einfach verinnerlicht hast. Das war sensationell. Also mich hat es absolut begeistert. Und nochmal ein großes Kompliment, weil ich glaube, außer Tower of Power gibt es keine Band auf der Welt, die diese Nummer so spielt wie die Happy Tones. Also großes Kompliment. Merci, 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 merci. Jochen, deine Meinung wollen wir hören. Hammer, 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 Hammer. Also das war wirklich großartig. Mich wundert es, wo diese Stimme herkommt, weil das ist einfach für ein 18-jähriges Mädel so eine Röhre. Das ist unglaublich, das habe ich echt selten erlebt. Zusätzlich kommt dein tolles Staging, diese Art, die dich zu bewegen, zu performen, diesen Song zu leben auf der Bühne, das ist wirklich mehr als beeindruckend. Also da kann ich wirklich nur sagen, Chapeau. Und auch hier die Band, wie diese Nummer von den Heavy Tones heute hier performt wurde, auch brillant. Also das Ganze war wirklich eine super Leistung. Und wenn man dich so sieht auf der Bühne, hat man einfach nur Lust, mit dir die ganze Nacht durchzutanzen. Super. Guck mir nichts an, du musst trotzdem noch was sagen. Ich habe vorhin deine Eltern backstage kennengelernt. Ich glaube, da stimmt was nicht. Ich glaube, in irgendeiner Nacht hat sich mal Sly Stone im Zimmer von Aretha Franklin verirrt. Und du bist das Produkt dieser Nacht. Mehr sage ich dazu nicht. Ja, Stefanie. Komm rüber. Das war übrigens ein Kompliment. Ja. Ja, da solltest du mit deinen Eltern nochmal sprechen. Ja, ich habe dich eben mal ganz genau beobachtet, natürlich auf der Bühne, und das hat wahnsinnig viel Spaß gemacht, aber auch gerade hier. Und das hat auch Spaß gemacht. Man hat so ein bisschen das Gefühl, du möchtest wahlweise unsichtbar werden oder dich verstecken, wenn die Jury was sagt. Dabei ist das doch so ausgesprochen, dann stimmt das erstmal. Ja. Ja. Warum ist denn das so? Ich weiß es nicht. Ich weiß es nicht. Hallo. Verstehst du das nicht? Sie weiß es nicht. Ich weiß es nicht. Mann. Aber jetzt weniger Angst, ein bisschen mehr Wohlfühlen, ja, müsste doch da total sein, oder? Echt, ja. Ich habe das gerade echt so genossen. Man hat's gesehen. Und ich bin gespannt, ob wir gleich noch mehr von dir genießen dürfen. Das kannst du jetzt nicht mehr entscheiden, aber bequem machen auf der Couch, das kannst du nicht, okay? Bis gleich. Stefanie aus Eheholz.